Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal heißt das Spiel, das ich euch zeige, Galaxis oder Galaxis, wie auch immer. Nee, Galaxis 9199. Ja. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, die Intro-Story, das will ich mir mal angucken, ne? Ja. Ja, das Übliche. Ah, Herausforderung angenommen. Ja, dann natürlich jetzt mal das Spiel, ne? So, jetzt ist das eigentliche Spiel geladen. Na, endlich. Galaxis 9199. Okay. Soll das das Jahr sein, an dem das spielt? Keine Ahnung. Das ist das Spiel, okay. Das ist doch wie mit Zeug programmiert. Aber sowas von. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist. Aber originell ist das nicht. Na gut. Es sieht ganz nett aus. Ist in Ordnung. Oh, was? Alt! Ich wollte jetzt eigentlich, dass ihr auch seht, die Punktzahl ist außerhalb des Bildes. Das könnte ich jetzt gerade mal eben einstellen, damit ihr das auch seht. Einen Moment. Ich hoffe, ich krieg's hin. War ja klar. War ja klar. So, ich glaube, jetzt könnt ihr das auch sehen. Ja, ist okay. So, ja, jetzt könnt ihr die Punktzahl auch sehen. Gut. Ja, doch, 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 jetzt geht's. Ja, das ist ein sicheres Zeichen für ein Zeugspiel. Oder ein Säugling, wie ich das immer gerne sage. Boah, die ballern ja aus allen Rohren. Ich muss schon sagen, da ist einiges auf dem Bildschirm los. Ach du Scheiße. Alter. Wow. Okay.
Okay. Es scrollt ganz flüssig. Ganz, ist vollkommen okay. Da habe ich schon schlechtere Zeug-Spiele gesehen. Viel schlechtere. Ah, nein! Ah. Man muss natürlich schon wissen, wo die herkommen. Man muss das wissen. Ja, super! Ah, Mann! Na, Leute. Nein. Nein. Gibt's hier einen sicheren Ort? Nee, wahrscheinlich nicht. Na, da ist er nicht. Hat man noch eine spezielle Waffe? Mit Space oder... Nein, ich glaube nicht, nein. Oh Mann, so weit war ich noch nicht. Was kommt jetzt? War ja klar. Laserbarrieren. Spitzenmäßig. Naja, eine Barriere ist das jetzt nicht direkt, aber... Kann man die Schwierigkeitsgrad nicht ein bisschen einstellen? Geht da nicht noch irgendwas? Irgendwie leichter oder so? Mehr Leben, weniger Gegner, irgendwas, ja. Oh, wow. Ey, ich muss sagen, das ist gar nicht mal schlecht. Das ist recht gut für einen Säugling. Ja. Oh. Doch, da ein paar Aussetzer, aber okay. Was soll's? Nein! Boah, okay, man kann durchkommen. Man kann durchkommen, man kann es schaffen. Ah! Wenn man... Oh, Bossgegner. Ist aber ein kleiner Fan-Boss. Ach, das ist der eigentliche Boss. Oh. Ich muss ihn wohl doch nicht platt machen. Ah, nein! Ein bisschen Abwechslung gibt es hier schon. Das ist nicht alles im Weltraum. Darf man da nicht drauf? Ach, man darf das... Ach, darf man das nicht berühren? Ich habe gar nicht kapiert, ey. Medium. Soll Medium der Schwierigkeitsgrad sein? Oder wie? Oder was? Ne, anscheinend nicht. Komm, ich versuch's noch einmal. Ne, Dauerfeuer gibt's hier keins. Toll. Oh, was? Oh, weia. Oh. Okay. Super. Ihr Leben sind ratzfatz weg. Aber ratzfatz weg. Oh nein, dann ist er ganz weg. Tja, Galaxis 9199. Ja, ein Spiel, das mit Zeug erstellt wurde. Ich muss sagen, trotzdem ist es recht gut. Das Intro ist total anders, als man es erwartet hätte. Das Scrollen von diesen Buchstaben im Star Wars Stil, das habe ich schon mal gesehen bei einer Demo. Und ich muss sagen, vielleicht waren es auch die gleichen Programmierer.
Vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Ja, nett gemacht. Ich hätte jetzt was anderes erwartet, aber weil die haben ja extra geschrieben in dem Intro, es wäre kein typisches Ballerspiel. Haha, naja. Ja, ist eben doch eins, ne? Es ist doch eins. Aber es ist ganz okay. Es ist ganz okay, mit Zeug erstellt, ja. Aber vollkommen in Ordnung. Da habe ich ein schlechteres gesehen mit Zeug. Oder auch so. Oder auch ohne, ne? Kann man spielen. Ist eine Herausforderung. Ist nicht zu heftig. Ich hatte zwar anfangs Probleme, aber ich habe ja dann auch gesehen, es geht schon. Man muss eben nur wissen, wo die Gegner eben auftauchen werden. Wie das halt so ist beim Shoot'em'up. Ja. Okay, ja. Hat mich jetzt doch positiv überrascht. So, jetzt will ich mal eben gucken, ob ich hier noch das Ende hier von dem Spiel zeigen kann. So, F5 wäre das. So, so. Okay, man braucht ein Passwort dafür. Ja, das habe ich jetzt nicht. Ja, wie dem auch sei, das war Galaxis 9199. Hat mir gut gefallen. Und mal gucken, was noch so auf Diskette ist. Also, bis zum nächsten Spiel. Tschüss.